Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu Was tut sich im deutschen Film? Das letzte Mal, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, hatten wir eine Veranstaltung am 20. Januar, wo ich noch gesagt habe, ja, wir haben jetzt zwei im Januar gehabt, im Februar deswegen keine, aber dann im März geht's richtig runter. Hätten wir Mario Adorf da gehabt, wir hatten noch viele weitere Veranstaltungen auch schon vorgeplant. Aber was dann kam, damit hatten wir alle nicht gerechnet. Die Veranstaltung im Januar, die letzte, die wir hatten, war ausverkauft. Heute sind wir mit, ich glaube, 21 Menschen, die jetzt gerade im Saal sind, auch fast ausverkauft. Das ist ein Bruchteil, das ist ein gutes Sechstel von dem, was wir sonst hier im Saal haben. Das ist natürlich was, was alles verändert hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute Gäste hier haben können, hier haben dürfen, alles nach den entsprechenden Restriktionen. Wir zeichnen natürlich auch wie immer auf, damit das trotzdem nach draußen getragen werden kann, auf unserer YouTube-Seite natürlich und auf der Seite Was tut sich im deutschen Film.de, die ich immer wieder gerne ans Herz lege. Da sind diese Gespräche alle in voller Länge drauf. Und ja, es ist umso schmerzhafter natürlich in vielerlei Hinsicht. Heute Abend ist Rudolf Worschech nicht dabei, der Chefredakteur von EPD Film. Der ist leider verhindert gesundheitlich. Keine Corona, keine Sorge. Aber trotzdem Grüße an dieser Stelle, weil auch er hätte sich natürlich sehr gefreut, jetzt endlich mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Sonnenschein nachher das Gespräch führen wird. Das wenigstens findet wie gewohnt statt. Nach dem Film einfach sitzen bleiben, eine Stunde lang. Ansonsten ist es für uns so, wir haben jetzt uns überlegt, wir verzichten auf den Vorfilm, weil auch das sind natürlich Kosten für uns. Wir müssen immer abwägen, was können wir uns noch erlauben in dieser Zeit, wo das Museum natürlich zu kämpfen hat mit den Besucherzahlen, das Kino logischerweise, wie Sie sehen, weil der personelle Aufwand gleich bleibt oder sogar größer wird. Wir machen ja auch die Bar jetzt gerade selber. All das freut mich sehr, dass Sie das so wahrnehmen und sagen Sie es gerne weiter, weil davon ist abhängig natürlich immer, wie das jetzt generell weitergeht. Und wir haben keinen Vorfilm, den sparen wir uns heute ein, dafür direkt den Regisseur, der ist mit seinem Produzenten da, Martin Lischke, und begrüßen Sie jetzt zunächst mal Christian Klandt auf der Bühne. Herzlich willkommen mit Live in Concert. Jetzt habe ich den Fehler gemacht und dein Mikro angefasst, ne? Ah, gut. Ich übe noch. Jetzt habe ich deinen Namen auch noch rauf. Ja, nee, lass mal, ich habe ja nicht reingesprochen. Meinen Namen raufschreiben jetzt? Genau, damit nachher keine Verwechslungen kommen. Aber natürlich, wir haben uns ja schon beim Filmfest München kennengelernt. Da lief euer Film in der Premiere, da habt ihr den Hauptpreis sozusagen gewonnen, den Förderpreis Neues Deutsches Kino für die beste Produktion. Das war eine richtig große Sache und das hättest du dir auch nicht ausgemalt, dass jetzt der Kinostart unter solchen Voraussetzungen stattfindet. Wie macht ihr das? Ja, immer positiv denken. Das ist, es ist, sind ja jetzt, kommen ja ganz viele Sachen auf einen zu. Wir sind eine Generation, die im Frieden groß geworden ist. Jetzt haben wir endlich mal einen Skandal. Jetzt können wir in 50 Jahren unseren Kindern davon erzählen. Also das hätte uns auch erspart bleiben können. Jetzt dazu kommt, dass wir ein Barfilm, ein Kneipenfilm, ein Kammerspiel sind, aber eben mit dem Sehnsuchtsort Bar. Das heißt, das, was ihr sehen werdet, jetzt eine volle Bar oder zumindest eine Bar mit den ganzen kleinen Schamanzen, die da drin vorkommen, es läuft jetzt gerade an. Ja? Ein Kritiker hat mal geschrieben in letzter Woche, dass wir der Film der Stunde jetzt sind, unfreiwillig. Es ist verrückt, es ist irre, was wir sozusagen jetzt filmtechnisch, die ganze Kunst- und Kulturszene, das muss ich ja jetzt nicht erzählen, das habt ihr alle in den Medien gehört, gelesen, was jetzt so gerade abgeht. Es läuft gerade wieder an. Wir werden sehen, wo es hinführt. Wir sind weit gekommen. Wir haben einen tollen Preis bekommen und wir waren auch schon auf einigen Festivals, auch international. Und jetzt soll es sein. Zweiter Anlauf. Eigentlich haben wir am 16. April bundesweit gestartet. Jetzt starten wir jetzt und da sind wir guten Mutes. Ihr macht gerade eine Kinotour. Das heißt, ihr wart schon an ein paar Orten. Magst du uns ein bisschen berichten, wie ist das jetzt in Kinos mit wenigen Menschen zusammen diese Abende zu verbringen? Also, das ist, ich muss es so sagen, das ist der erste Abend mit wenig Menschen. Ja? Also. Du, wie machen es die anderen? Naja, also wir hatten zwischen dem Kinostart jetzt und unsere Festivalauswertung, da war Corona noch nicht. Ja? Also bei den Festivals in München sozusagen, wir waren in Los Angeles,
wir waren in Warschau auf dem A-Festival im Wettbewerb, da gab es ein paar mehr Menschen sozusagen, ja. Und es ist immer toll, ob man jetzt, der Film muss funktionieren, natürlich mit einem vollen Haus kann ein Film, muss nicht, kann ein Film besser funktionieren. Was jetzt passiert, das werden wir sehen, das ist heute der erste Tag der Vorpremieren-Tour. Nächste Woche Donnerstag kommt der Film ins Kino am 16. Juli und das ist das erste Screening in der Vorpremierenzeit sozusagen. Und das muss man eben sehen, aber ich habe jetzt die Zahlen nicht, glaube ich Mitte 20 sind jetzt hier. Aber ist das nicht toll, wenn ein Film mit 100 Plätzen, man darf nur 30 Plätze verkaufen in einem Saal mit 100 Plätzen. Und es ist doch toll, dass man mit 30 Menschen einen Saal, eine Vorstellung ausverkauft bekommt. Ja? Also damit kann man auch werben. Ja? Also 30 Karten nur verkauft, aber der Film ist Tage in Folge ausverkauft. Das ist ein großer Vorteil jetzt in dieser Zeit. Das war er definitiv. Jetzt ist das tatsächlich sogar nicht nur das Einzige. Ich will gar nicht so viel vorwegreden, aber die eine Frage möchte ich noch stellen. Die erste Figur, die im Film auch vorkommt, die ist gerade ganz kürzlich, tragischerweise und überraschenderweise verstorben. Thilo Brückner wird in diesem Film eine eigentlich kleine Rolle spielen, aber am Anfang sehr präsent. Magst du uns ein bisschen was noch zu ihm sagen vorweg und dass wir vielleicht diese Vorstellung auch nochmal ihm so ein bisschen widmen und ihn würdigen auf diese Weise? Also auf jeden Fall ist unsere ganze Tour, der ganze Film, Filmstart, den widmen natürlich Thilo. Thilo ist eine Person, die ich kenne, ich bin mit Thilo seit 20 Jahren, exakt 20 Jahren, ganz eng befreundet. Und er war nicht nur ein Schauspieler, den ich kannte, den ich kenne, der in drei Filmen von mir mitgespielt hat, einer ist davon, sondern auch ein guter Freund. Und über Thilo jetzt zu reden, würde den Abend sprengen. Ich würde in Spielfilmlänge über ihn berichten und darüber hinaus. Ich kann nur sagen, dass Thilo ist. Er ist bekannt, ihr wisst, welche Rollen er gespielt hat und er war auch im wirklichen Leben so. Er hat große Abende gesprengt, er wollte immer viele Freunde um sich rum haben. Wir haben Silvester gefeiert, Weihnachten etc. Und er war immer der Alleinunterhalter und der Entertainer. Das hat er auch gerne gemacht, nicht aus Selbstzweck. Er brauchte auch seine ruhigen Momente, aber eins ist ganz klar, über Thilo darf man lachen, man darf über den Film lachen, man darf einsteigen in seinen Witz, in seinen Humor. Er wird durch seine Filme unvergessen bleiben. Und in meinem Herzen als Freund sowieso unsterblich sein. Und deswegen ist das, soll es auch jetzt nicht komisch wirken, wenn wir diesen großen, tollen Menschen und Schauspieler Thilo Brückner jetzt auch nochmal leider in seinem letzten Film sehen. Also lachen Sie bitte mit Thilo Brückner und an dieser Stelle jetzt nochmal einen großen Applaus. Toll, dass ihr hier seid, Christian Klant und Film ab für Live in Concert. Schönen guten Abend. Meine Güte, sieht das anders aus. Als wäre hier eine Riesenbaustelle. Man geht ja viel zu selten, heißt es am Schluss von diesem Film. Ich war schon lange nicht mehr im Konzert. Ich war schon lange nicht mehr in so einer Art von Kneipe, in geschlossenen Räumen, länger als 10 Minuten ohne Maske. Und was ich ganz toll finde an diesem Film, der Kinobranche geht es, wie Sie wissen, auch nicht gut, aber dieser Film spendet einen Teil der Einnahmen für die Kneipenkultur, diese Kneipenkultur, der es noch schlechter geht, als die können nämlich gar nichts machen. Wer schon mal beim MAMF vorbeigegangen ist von Ihnen im Sandweg, der weiß, dass diese Form von Gastronomie es unglaublich schwer hat und wir nicht wissen, wie sie überhaupt durch die Krise kommt. Also ganz tollen Applaus für diese Aktion, dass ihr als Kinomacher nicht nur an das Kino denkt, sondern auch an die Kneipenkultur. So, bevor ich dann die beiden frage, habe ich noch eine Frage an euch. Wo spielt dieser Film? Genau, bisschen Berlin, bisschen Köln, bisschen Frankfurt auch. Ich hoffe, Sie haben es gesehen. Leipzig und Erfurt habe ich gelernt, da kenne ich mich nicht so gut aus. Jedenfalls irgendwo in Deutschland an einem Donnerstag, dummerweise gerade am grünen Donnerstag. Ich fange mal mit dir an. Wann hast du gewusst, dass dieses Projekt so funktionieren wird, wie es jetzt funktioniert hat? Ich glaube, erst nach der Premiere in München. Also wir hatten ja letztes Jahr beim Filmfest München im Sommer unsere Premiere und haben da ja auch einen Preis gewonnen für die beste Produktion. Und da war der erste Moment, wo wir irgendwie eine Ahnung hatten, wie er ankommt. Klar, ich fand den Film, mir hat er gefallen. Also wir haben den ja so gemacht, dass er uns gefällt und wir dachten, der könnte auch anderen gefallen. Aber wie es dann tatsächlich funktioniert, das weiß man immer nicht. Und tatsächlich
bis jetzt die ersten Kritiken rauskamen vor dem Kinostart, jetzt so seit ein, zwei Wochen kommen so die ersten Filmkritiken rein, war man sich da auch nicht so sicher, ob jetzt das Festivalpublikum, was den Film gesehen hat und den mochte, wie sieht es dann zum Kinostart aus? Das ist tatsächlich, man weiß es immer nicht. Darf ich noch schnell, ich muss noch eine Sache schnell loswerden, weil wir haben ja noch jemanden vom Team hier. Und zwar Mihau, da hinten sehe ich ihn, kannst mal winken. Mihau ist von Das Werk Frankfurt, die uns netterweise als Sponsoring die Titel, den Vorspann und den Abspann gemacht hat. Und Mihau ist der künstlerische Kopf hinter Vor- und Abspann. Vielen Dank, Mihau. Hätte ich jetzt eigentlich eine Antwort erwartet, die ungefähr so lautet, nach vom ersten Draft habe ich sofort an das Projekt geglaubt. Wer sagt denn das, selbst wenn man es nicht... Die Frage an den Regisseur, also ich glaube mal, dass der Anfang, Thilo über Kinski, dass das nicht gescriptet war. Wie viel war von diesem Film geschrieben und wie viel war reiner Spaß, Improvisation, Kneipenabend? Ich muss das... Ja, was haben die ganz... Okay. 1, 2, 3. Lange drücken. Jetzt drücke ich lang. 1, 2, 3. Nee, das ist irgendwie, da ist. Naja, ja, es geht immer wieder aus. Low Batterie steht da. Jetzt ist, die Batterie ist alle, weil wenn ich hier rauf drücke, ist Low Battery und dann geht es sofort aus. Musst du ausreden. Super. Und ich darf Christian nicht mein Mikrofon geben wegen Corona und so. Aber ich kann ja lauter reden. Versteht ihr mich da hinten? Ja? Also es ist, ich muss sagen, erschreckend viel geschrieben worden. Das geht auch nicht. Scheiße. Also es ist richtig, der Anfang von Thilo, mit Thilo Brückner und Gotti Gottschick. Naja, dann reiß ich mich doch zusammen. Soll ich was singen oder so? Tja. Ja, wir dürfen ja, dann machen wir noch ein paar Produktionsfragen vorher. Genau. Vielleicht fangen wir mal mit dem Anfang des Abspanns an. Da ist der Film drei Leuten gewidmet, eine trägt deinen Namen. Thilo ist natürlich noch nicht dabei, weil er ist erst am 2. Juli gestorben. Das ist jetzt knapp 10 Tage her. Wer sind die anderen beiden? Jörg, den wir als Erste genannt haben, ist unser Cutter. Der ist letztes Jahr verstorben. Und ja, das kam für uns auch relativ überraschend. Er war krank, was wir nicht wussten, dass er eine Krankheit hat. Wir wussten dann, dass er im Krankenhaus ist, aber waren dann trotzdem sehr überrascht. Und es war natürlich für uns sehr traurig. Und die letzten Schnitte hat Christian dann gemacht. Deswegen steht ja auch Christian als Cutter mit im Abspann. Und die zweite ist Christians Oma, die während der Dreharbeiten gestorben ist. Und meine Mutter ist 2018 verstorben. Okay. Und jetzt halt Thilo, aber der hat es nicht mehr in der Weise in Abspann geschafft. Der kommt dann im nächsten Film als Widmung. Der ganze Film wird dann Thilo gewidmet, obwohl er wahrscheinlich keine Szene oder nimmt eine Archivszene mit rein. Soweit haben wir jetzt noch nicht gedacht, aber ich glaube nicht, dass wir eine Archivszene mit Thilo, also das weiß ich einfach nicht, aber ich glaube nicht. Ja, sagen wir Nationalität, das ist ja keine Internationalität, aber es ist so dieses nationale Frankfurt, Berlin, Köln, Leipzig, Erfurt, irgendwo in Deutschland. Hat das einen Hintergrund in, ja, wir wollen nicht immer in Berlin? Das war ein Grund, das ist vielleicht der kleinere Grund, es gibt so viele Berlin-Filme und wir wollten einfach, und wir sind Berliner und trotzdem... Also mir geht es zumindest so, ich kann ja nur für mich reden, dass mir das manchmal so ein bisschen auf den Sack geht, ehrlich gesagt. So dieser ganze Berlin-Hype und ist manchmal ein bisschen zu doll. Und ich freue mich immer über, ich kann es manchmal nicht mehr sehen, sagen wir mal so. Aber der Hauptgrund, denke ich, ist, dass wir halt einfach wollten, dass, also dieser Film, jeder Zuschauer ist in seiner Lieblingskneipe, wenn er den Film sieht. Egal, wo er den Film sieht, ist es seine Lieblingskneipe. Und wir wollten, die sollte nicht verortet sein, sondern die ist da, wo du den Film siehst, da sind wir gerade. Und daher kam die Idee, wir machen daraus an einem Donnerstag irgendwo in Deutschland. Und tatsächlich sind, also man fragt sich ja vielleicht manchmal, wie so Ideen entstehen. Und Christian und ich sitzen beim Bier zusammen und reden Blödsinn, quatschen blöd. Und dann kommen so eine Ideen, lass uns doch mit dem Fahrrad, dann fährt sie halt durch 5 Städte mit dem Fahrrad. Ha, 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 ha.
okay, dann machen wir. So. Und dann fragen wir Luise, hast du Zeit? Haben wir einen Bus gemietet? Und das war, also das waren eine der tollsten, drei der tollsten Drehtage, die ich seit Ewigkeiten hatte, weil wir einfach zu viert, also René, unser Kameramann, Christian als Regisseur, Luise als Schauspieler und ich bin gefahren und habe alles organisiert, sind wir einfach drei Tage rumgefahren und haben dann immer irgendwo angehalten und einfach guerillamäßig losgedreht. Und es hat total Spaß gemacht. Ja. Und wir hatten 17 Tage für den Hauptdreh, was nicht viel ist. Und dann aber drei Tage für den Vorspann, weil wir halt einfach so viel fahren mussten. Das gibt's nicht oft. Also so viel Geld auch in den Vorspann zu stecken und so viele Drehtage, das muss man dann schon sehr wollen. Und auch noch das Wetter einigermaßen synchron haben, ja? Absolut, absolut. Wir hatten da mega Glück. Da haben wir auch uns viel Gedanken drüber gemacht. Was machen wir denn, wenn es dann an einem Tag regnet? Aber dann haben wir gedacht, das ist auch lustig, wenn sie dann auf ihrem Weg zur Arbeit plötzlich durch den Regen fährt und am nächsten Tag ist Sonne, also am nächsten Schnitt ist Sonne, wäre dann auch lustig gewesen. Aber so ist es natürlich großartig, dass sie einfach mit demselben Wetter ihren Weg zur Arbeit findet. Alle, die das jetzt online gucken, denken, wie kann man nur so ignorant mit dem Regisseur umgehen? Es gibt einfach das Mikrofon noch nicht. Ich weiß nicht, was da passiert. Vielleicht schrauben sie noch eins zusammen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mal in Irland gelebt, da wusste ich, dass der Gründonnerstag und vor allen Dingen der Karfreitag, da gibt es nicht mal Alkohol in den Kneipen. Ich wusste nicht, dass in Deutschland Tanzen verboten ist am Gründonnerstag. Tatsächlich, Hessen hat die strengsten Regeln. Da ist Gründonnerstag tatsächlich ab 18 Uhr Tanzverbot bis, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr wann, irgendwann, ich glaube am Samstag wird es vorbei und dann geht es am Sonntag wieder los. Und genau. Ich glaube, Hessen und Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, in zwei Bundesländern ist... Also man sollte nicht meinen, die Bayern sind... Ein, zwei. Danke sehr, vielen Dank. Genau, und Hessen und Baden-Württemberg haben die strengsten Regeln und da ist tatsächlich schon der Gründonnerstag ab 18 Uhr Tanzverbot. So, jetzt kommen wir zurück zu dem Teil der... Also es gibt ja so eine Tradition, wo man im Mumblecore, nennt sich das, wo man mischt Impro, geschriebenes Drehbuch... Und dokumentarische Anteile. Die dokumentarischen Anteile sind nicht zu übersehen. Jetzt die Frage, wie viel Drehbuch, wie viel hast du den Leuten Freiheit gegeben? Es ist ja immer die Frage, wie entsteht ein Drehbuch? Entsteht ein Drehbuch einfach, indem man sich hinsetzt und etwas verschriftlicht? Oder entsteht ein Drehbuch direkt am Set? Beides ist Teil einer Drehbuchherstellung sozusagen. Aber natürlich gibt es mit Mitteln der Improvisation, dass sich auf ein Thema verständigt wird und man findet die Dialoge vor Ort. Ich muss kurz ausholen, dass die Anfangsidee war, 3, 4, 5 Seiten Story zu schreiben, also den großen Rahmen, und dann mit den Schauspielern vor Ort das zu improvisieren, beziehungsweise sich dort die Dialoge im sucht. So ist man angetreten und am Ende ist es ein richtiges, ausgeschriebenes Drehbuch geworden, 99 Seiten. Und der Anfang mit Thilo und Gotti, der war insofern, war der fest, also das Thema, über was gesprochen worden ist, war überall festgelegt. Also dass, in dem Fall Kinski. Nein, in dem Fall nicht. Es ging um der Anfang so und diese Art, dieses Reinkommen, dieses Kennenlernen. Also was denn, wenn man es jetzt genau wissen will, es war, er ist der Promi-Wirt, der einfach Connection hat und er ist ein One-Hit-Wonder, er möchte es nochmal wissen. Es fing an mit der Begrüßung, mit der Talksendung, mit Riverboat etc. Diese Kinski-Nummer, es kam von Thilo. Aber alle weiteren Paargespräche, die sind so geschrieben worden, teilweise auch dialogisch. Also nicht nur, dass man sich über das Thema verständigt hat, wer vertritt welche Meinung, wie endet die Szene, dass man es auch festlegt, also du bist einfach anderer Meinung und du bist dann sauer etc. So, das kann man ja tatsächlich alles in die Szene hineinschreiben. Da mich aber die Schauspieler mehr und mehr auch darum gebeten haben, das mal auszuschreiben, damit sie sich gegebenenfalls davon lösen können. Also manchmal braucht man auch einen gewissen geschriebenen Dialog, um sich davon zu lösen, um besser improvisieren zu können. Das habe ich auch gemacht und witzigerweise, wie es immer so ist, wenn Dialog da ist, dann hält man sich auch dran. Diese Anfangsszene ist eine Mischform zwischen ausgeschriebenen Dialogen und improvisierten Texten. Alle anderen Sachen sind tatsächlich so verfasst worden. Auch diese Rambo-Missverständnis hast du auch so geschrieben? Nee, das war das Thema. Das war das Thema. Also um es konkret zu sagen, die Schneckenfrau-Story, die ist so geschrieben worden. Mit Bela und Jule, mit dem Feuerzeug, mit der Ceranfeld-App und mit der Chamäleon-App, das ist so geschrieben worden. Bei Thilo und Gotti, und weil ich ja Thilo auch kenne und weiß, wie man einen
einen Schauspieler zu nehmen hat, also auch gerade Thilo, der einfach mit so viel Erfahrung und so viel Wissen, wo ich einfach nur von lernen kann. Jetzt geht es ja darum, dass ich als Regisseur ihn versuchen muss, in eine Rolle hineinzubringen. Und Thilo natürlich mit seiner Erfahrung, dem müsste man einfach nur von alleine lassen. Ja, aber das ist ja manchmal nicht richtig genau das, was man damit verfolgt. Hat Thilo natürlich alle mehr Freiheiten gehabt, wie alle anderen natürlich auch, ja. Und wenn man, wir mussten nur gucken, dass Thilo, dass der Gotti, sein Partner, auch ein bisschen was zum Spielen hat, ja, weil er ist ja kaum zu Wort gekommen, was natürlich auch witzig ist. Diese Szene, also gerade zwischen den beiden, da war 100% hatten wir geplant und wir haben 300% bekommen. Und natürlich haben wir das natürlich nicht rausgeschnitten. Es ist ein Selbstläufer gewesen. Es war ganz, ganz toll und es ist einfach große Freude, den beiden zuzugucken. Ja, und der Witz bei der ersten Szene entsteht ja im Schnitt. Dass er sagt, ich komme übrigens aus Bayern. Er sagt, macht ja nichts. Was? Und dann da zu schneiden, ist natürlich das goldene Angebot. Ja, weil Thilo auch da natürlich auch die dementsprechende Pause gelassen hat. Ja, das ist eben, das sind diese kleinen Nuancen, die es einfach als Regisseur, als Autor, als Cutter denn so dankbar machen, dass man tatsächlich das auch verwenden kann. Dass er genau in dem Moment auch die Pause gelassen hat, nicht nur da zu schneiden, sondern auch ein, zwei Sekunden Stille hat, um das nachwirken zu lassen. Das ist natürlich toll. Diese Gesprächseinsprengsel, in welchem Teil des Prozesses sind die entstanden und was hast du dir davon versprochen ursprünglich? Die Parallelität der Hauptstory gepaart mit dem Gesprächspärchen dort. Naja, das war tatsächlich von Anfang an geplant, so dass wir geguckt haben, Kammerspiel als eigenes Genre ist bekannt. Zwei Menschen treffen sich, das ist das Tollste in der Literatur, im Film generell. Zwei Menschen treffen sich und haben eine Szene. Das ist nicht so einfach, wie man es jetzt sagt, sondern generell einen guten Dialog zu schreiben oder zumindest zwei Menschen zu inszenieren, auf die Bühne zu bringen, das ist eine große Herausforderung. Dann hat man noch einen Raum, dieser Raum muss eine gewisse Spielfilmlänge sich auch selbst tragen. Und mit reduzierten Mitteln sich eine Geschichte anzunehmen und die probieren, wie kriegt man da Witz und Spannung rein. Das ist natürlich, das ist toll. Ich mag Kammerspiele. Es gibt Filme, die wir alle kennen, wo eben über gewisse erzählerische Schwächen mit viel Action bzw. mit Effekten rübergegangen werden. Wir mussten es nicht machen, weil es wirklich ein Untertitelfilm mit Freunden ist. Also da haben wir uns einfach überlegt, was können wir machen. So, und in einer Kneipe gibt es das Ziel, Lene hat jemanden kennengelernt und am Ende, und der soll ein Konzert spielen. Passieren Probleme dahin, aber das ist ja die eine Seite nur der Medaille. Das andere Sache ist, dass eine Kneipe immer vom Publikum, von den Stammgästen lebt. Ja? Und wann bringen wir die? Deswegen haben wir uns sehr früh dafür entschieden, dass man das zweigleisig erzielt. Von Anfang an sozusagen zeitversetzt. Am Ende ist ja klar, dass die von Anfang an da drin waren. Aber uns ging tatsächlich, dass man zwei Menschen zusieht, mit ihren Geheimnissen, mit ihren Spleens und alles, was dazu tut hat. Und wir Lene auch den Raum geben, dass nicht alle miteinander gleichzeitig interagieren. Bei Bela B. denkt man, seine Figur ist quasi aus seinem eigenen Roman entsprungen, der irgendwelche merkwürdigen Apps irgendwie dann auch gerne finanziert haben möchte, wie man dann am Schluss sieht, weil Crowdfunding, wissen wir ja, funktioniert nicht. Das ist dann Bela in den Mund gelegt oder in die Szene geschrieben worden, aufgrund seiner Persönlichkeit. Also die Idee zum Film ist, jetzt muss ich überlegen, 2017 haben wir gedreht, 2016 ist die Idee entstanden, also verschriftlicht worden. 2015 war ich in Kopenhagen und habe diesen Poor Boy, diesen dänischen Musiker, selber kennengelernt. So, das war der Startschuss zu dem Film. Bela hat, das ist eine Insider-Geschichte, Bela hat 2017 erst den Auftrag, also nach unseren Dreharbeiten oder während unseren Dreharbeiten erst einen geheimen Auftrag bekommen, einen Roman zu schreiben. Ja? Also der ist auch 2019 auch erst rausgekommen. Auch wenn ich mit Bela bekannt bin oder befreundet, wusste ich davon nichts sozusagen. Aber da ich ja Bela haben wollte und auch sich begeistert hat für unser Projekt, lag es natürlich nahe, dass man ihm etwas Absonderliches gibt sozusagen, weil ich ihm das zutraue, weil er das spielen kann. Und ehrlich gesagt, die Dialoge oder die Szenen, um die es da gehen soll, die er gespielt hat, die gab es ja schon vorher. Und wir haben uns vier Pärchen überlegt und haben überlegt, welchen Pärchen geben wir welchen Dialog oder welche Interaktion.
Und da war dann ganz klar, dass das natürlich dann Bela machen musste, sozusagen in Kombination mit Jule Böwe. Wie wichtig ist der Ärztehintergrund in diesem Zusammenhang? Gar nicht. Es ist, wir sind, ich habe mit Bela schon 2 Kurzfilme gemacht, von daher ist alle Menschen bis auf Klaus Manchen und die Katharina Matz, das ist die ältere Dame, die Oma spielt. Helf mir mal, gibt's, nee, ansonsten kannten wir alle. Ja, zumindest über eine Ecke. Also wir sind befreundet. Also Gotti zum Beispiel kam über Gotti, eine Ecke. Genau, Gotti kam noch eine Ecke sozusagen. Aber alle Leute, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, kennen sich seit Jahren seit Jahrzehnten. Das ist ja das Tolle, dass sich über die lange Zeit beim Film im Beruf gewisse Freunde zusammengefunden haben. Und auch Miriam Zare gehörte auch dazu. Ja, mit Mariam waren wir haben zusammen studiert. Wir waren an der Filmuni, was jetzt Filmuniversität Potsdam-Babelsberg hieß, für HFF Konrad Wolf. Wir haben zusammen studiert, wir sind gute Freunde. So. Und das war das Konzept auch. So. Und jetzt zurück zu Bela. Bela, den kannten wir, also den kannte ich, habe schon 2 Kurzfilme mit einem Freund zusammen gemacht. Wir sind auf ihn gekommen, den fragen wir mal, ob er Zeit hat. Da gab es den Ärztehintergrund in dem Fall gar nicht, weil ich ja weiß, dass er auch im Schauspiel hat. Na, für den Witz ist es natürlich schon nicht ganz unwichtig, wenn man weiß, welche Form von Musik er sonst macht, dass er stehend hinterm Schlagzeug steht und spielt und plötzlich bei diesem Picking-Gitarristen, der unglaublich virtuos ist, als Fan jubelnd in der Menge steht. Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Bilder, natürlich auch. Bela ist natürlich sehr bekannt, das wäre auch gelogen, wenn man sagt, das ist... Bela ist ein toller Typ. Ich bin Ärztefan, früher gewesen, heute auch noch. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, was toll ist. Es gibt aber, ich vertrete die Meinung, dass, und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen naiv formuliert, aber ich entscheide mich für eine Geschichte. Ich mache Fernsehen, ich mache Kino, gerne Kino, ist die Geschichte der Star. Und ich musste ja auch lernen, dass in dem Fall, wenn man eine Geschichte macht, die gesehen werden will, wird auf einmal dem Regisseur ein Mikrofon und eine Kamera unter der Nase gehalten. Auf einmal muss man kluge, intelligente Dinge sagen. Ich wurde gar nicht ausgebildet, kluge Dinge zu sagen. Ja? Ich mag meinen Beruf, ich inszeniere gerne, arbeite gerne mit Menschen, mit Schauspielern zusammen. Und auf einmal wird man zur Nummer. So, das heißt, es ist ganz ernsthaft. Also für mich ist immer die Geschichte und der Film der Star und keine Menschen, die den verkörpern. Natürlich gibt es eine Hauptdarstellerin, Luise Heyer, und ich mag es ja auch, ich gehe ins Kino. Ich bewundere Menschen, die eine Ausstrahlung auf mich haben. Und das war eben auch der Bela. Wir haben Volker Hauptvogel dabei. Das ist der Typ gewesen, das war der Biermann. Das ist eine Koryphäe in Berlin. Ein alter Punker hat eine Band gehabt, hat den legendären Pinguin-Club gehabt, wo David Bowie, Iggy Pop, Stammgäste waren, wo in der Zeit in Berlin. Das weiß auch keiner. Keiner kennt Volker Hauptvogel. Ich kannte ihn, er passte zum Film. Und also haben wir ihn eingeladen, da mitzuspielen. Und so geht das eigentlich immer weiter. Ihr habt auch Tom Lass dabei. Tom Lass ist einer der Regisseure, die eben für diese Impro-Filme stehen. Hast du die Dialoge ihm auch hingeschrieben? Er sollte in dem Fall der Einzige, der nicht abzulenken von Tom, guter Freund, liebe Grüße, Tom hatte eine Doppelrolle natürlich gehabt. Der Einzige, der gesagt hat, er kann nicht spielen und er möchte auch keine Rolle übernehmen, war Dr. Marc Benecke. Ja. Der meinte, er kann nur sich selbst spielen. Und das perfekt. Ja, und es gab natürlich immer noch da kleine Mittel, um ihn zum Spielen das hat er auch mitbekommen natürlich. Aber wir brauchten einen starken Partner und in dem Fall lag es auf der Hand, dass wir ein Interview führen, ein szenisches Interview, wo er seine Paraderolle hat. Marc wird gerne interviewt und erzählt auch gerne. Und aber Tom kann das eben lenken. Und das, was Tom gefragt hat, das ist geschrieben. Das ist vorüberlegt worden, dass man, weil er auch natürlich als Regisseur und als Schauspieler auch mit seinem Background natürlich auch auf das reagieren kann, was denn kommt, was er auch gemacht hat. Die Themen, die Nachfragen etc. teilweise, also die sind so vorüberlegt worden. Und wessen Idee war es, ihm zu sagen, er bemüht sich gerade mit dem Rauchen anzufangen und das ist unglaublich schwierig? Das war Tom natürlich, wie er lebt und lebt. Dr. Marc Benecke ist ja, wie gesagt, Talkshow erprobt, war bei Markus Lanz und erzählt da immer seine leicht anrüchigen Leichengeschichten. Das ist so das morbide Element in dem Film, oder? Genau, das ist, er ist einfach, man hört ihn gerne zu. Ich höre ihn gerne zu und es ist
Er hat wahnsinnig faszinierende Dinge zu erzählen, weil natürlich er auch auf eine Branche guckt, die wir nur so aus dem Tatort, aus dem Polizeiruf kennen. Ja, also das Forensik, er ist aber der Spezialist, macht seine Interviews, ist in ganz verschiedenen Gesellschaften drin, hat seine Glossen und seine Radioauftritte etc. Also der ist wirklich ein Tausendsasser. Und es ist natürlich befremdlich, es ist provokant, was er sagt, es ist teilweise eklig, es ist morbid, aber trotzdem gibt es diese Geschichten. Und diese Geschichten werden natürlich irgendwo alle gesammelt und es gibt darüber hinaus noch ganz, ganz viele Geschichten. Er schreibt Bücher, macht Vorlesungen etc. Ich war auf Lesung bei Ihnen, wo er vorher ankündigte, was jetzt gleich passieren wird, und bitte, bitte Leute, geht raus. Also wenn ihr irgendwas nicht vertragt, geht jetzt raus. Keiner ist euch da böse etc. Und die Leute blieben drin, weil sie denken, wir sind die Stärksten der Welt. Und die Leute sind umgefallen während seiner Vorträge, weil einfach da Fotos zu sehen waren, die will man auch nicht sehen. Und die kann man sich auch nicht ausdenken, aber die gibt es nun mal. Und das ist spannend. Und das ist einfach ein Teil, was auch Kino bieten muss. Man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn es überhaupt geht. Aber zumindest gibt es einfach Geschichten oder eine Komposition von Themen und von Geschichten, die erzählenswert sind. Und in dem Fall haben wir uns das zunutze gemacht. Er behauptet ja, das Gewicht der Seele wäre 3 Gramm. Dabei wissen wir Kinoerprobten nach dem Film von Iñárritu natürlich, dass es 21 Gramm sind. Wie lebst du mit diesem Widerspruch? Naja, Kino muss ja auch ein Widerspruch sein, sozusagen. Ja? Es ist, ob es jetzt nur 3 Gramm sind, es wurde ja in dem Fall revidiert, dass natürlich Quatsch ist, weil irgendwie die Messgeräte nicht so genau sind. Ob es jetzt nur 21 Gramm sind, würde ich auch als Behauptung sagen. Wir können uns ja darauf einigen, dass es eine Seele gibt. Ja? Das ist ja schon mal ganz gut. Messbar in dem Fall zu Lebenszeiten, was nach dem Tod ist, keine Ahnung. Aber wenn eine gute Seele hat, ich glaube, das können natürlich die Leute davon erzählen, wo die einen kannten, sozusagen. Aber da bin ich nicht im Futter, keine Ahnung. Du hast dich auch selbst besetzt, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Es gibt eine Szene, da kommt Christian Klant als Schauspieler. Du bist auch Schauspieler, du hast bei Dietrich Brüggemann, Drei-Zimmer-Küche-Debatt, hast du mitgespielt. Warum so eine kleine nur und warum den halben Kopf abgeschnitten? Okay, Nummer eins ist, ich weiß, wo du die Information her hast, die ist nicht richtig. Also die ist schon richtig, ich habe bei Dietrich mitgemacht. Dietrich hat auch bei mir im Film mitgemacht, Little 13, da hat er, glaube ich, eine 10-Minuten-Rolle gehabt. Okay, also mitunter besetzten Regiekollegen oder Freunde als Cameo, als Gag uns mal selber. Und ich weiß, dass das bei Wikipedia steht und ich weiß nicht, wer das da reingeschrieben hat. Man müsst wissen, ich hatte bei Dietrich bei seinem Film Drei Zimmer Küche Bad einen eineinhalb-sekündigen oder vielleicht 2-sekündigen Auftritt als Makler. Und schon stehe ich bei Wikipedia als Schauspieler drin und wurde schon sehr oft danach gefragt. Also dem ist, ich bin da sehr gerne immer noch Drehbuchautor und Regisseur. Das ist jetzt so zur Schauspielerei gewesen. Jetzt habe ich die andere Frage vergessen. Ja, warum hast du dich nur als so eine kleine Rolle und den halben Kopf abgeschnitten? Tja, das muss ich den Kameramann mal fragen, ehrlich gesagt. Das ist ein Kündigungsgrund eigentlich, oder? Okay. Die Wahrheit ist wir hatten ein begrenztes, wie es immer so ist, man hat zu wenig Zeit für alles. Und in dem Fall mussten wir raus aus dem Motiv. Und es gab noch auf der Liste, dass eigentlich der Chor noch die Bedeutung des Klomanns nochmal klar macht. Was tut der da drin? Warum gibt er einen Bücher etc.? Und das ist und diese Figur, die gibt es wirklich. Ja? Das ist Lollo. Das ist eine kleine Hommage auch an den Lollo, an den singenden Klomann in Leipzig. Der Typ hat eine Porno-Background, Vergangenheit etc. in Hamburg und so eine Sachen. Aber zumindest war er Klomann in Leipzig und hat Leuten was vorgesungen, hat den Leuten Literatur oder Artikel über sich mitgegeben, so auf dem Scheißhaus. Und das ist ganz witzig gewesen. Und ich musste unbedingt, das ist auch meine Oma versteht im Film, musste ich irgendwie schnell klar machen, was der Lollo da tut. Also bin ich rein und das wäre zu aufwendig gewesen mit dem Chor und mit den Schauspielern und dort einfach diesen Dialog abzudrehen, die wir mal geplant haben. Da bin ich einfach reingestürmt, das war nicht geplant. Was tust du hier? Ich muss auf Klo. Und dann berät er mich, welche Literatur jetzt für den Stuhlgang am besten wäre. Und Michael, der Schauspieler, wusste das auch nicht, dass jetzt Christian kommt. Also das war halt wirklich so, also René ist rein mit der Kamera. Ich stand schon draußen, wir müssen fertig werden. Und Christian stürzte rein und Michael hat dann mit ihm improvisiert. Ich hatte gehofft, dass das so eine banale Erklärung gibt, weil wir, die wir ja Filme gucken gelernt haben, viel mehr als Filme zu machen, sehen natürlich eine Verbindung zu dem Satz, im Film gehen die Leute nie aufs Klo. Und dann geht natürlich der Chef aufs Klo, um zu zeigen, dass gerade in diesem Film
Leute aufs Klo gehen. Es ist ein bisschen besser geworden. Inzwischen gibt es einige Filme, wo Leute aufs Klo gehen. Aber in der Tat ist das große Defizit in Hollywood ist die Kloszene gewesen, natürlich. Und ich liebe diese Szene, weil sie einfach so widersprüchlich mehrdeutig ist. Der ganze Film ist ja voll mit so kleinen, netten Hinweisen. Der mir am liebsten war oder am besten gefallen ist, ist das Schild, wo drauf steht, hier sorgt ein Schild für Ordnung. Wo findet man sowas? Wir sind rumgegangen, die Kurzfassung ist einfach die, dass wir wir haben versucht, bei uns in der Stammkappe zu drehen, wir sind immer größer geworden. Dann haben wir uns überlegt, wo kann man drehen mit unserem begrenzten Budget, was eigentlich damals zu der Location so noch gar nicht da war, das Budget. Wo kann man diesen Film denn machen? Und es gibt nicht so viel, obwohl Berlin eine Stadt ist voller Bars und Kneipen, gibt es nicht diese eine Musik oder diese Jazzbar. Wenn es sowas gibt, sind so ganz, ganz kleine, das kann man jetzt hier aufzählen, aber es gibt wirklich einen kleinen Raum, aber wir brauchten ein bisschen größeren. Und also über eine andere Lokalität haben wir dann eine Freundin von der Freundin kennengelernt, die irgendwie wiederum die Barchefin, also die heimliche Barchefin kannte vom York-Schlösschen. Und da gibt es einen großen Chef und der mag eigentlich Filmfuzzis nicht. Und wenn er da erlaubt zu drehen, dann nur 2-3 Drehtage, ist egal, wie viel Geld man ihnen bietet. Und da haben wir gesagt, müssen wir gar nicht uns melden. So, und haben uns trotzdem gemeldet, eben über diesen Dreiecken, diese zwei Damen, die uns dann connected haben. Und haben uns dann mit dem Barchef, den Olaf, dort im York-Schlösschen dann auch getroffen, der sich, glaube ich, mit uns auch beschäftigt hat, hat das Skript gelesen und meinte dann, Jungs, also wegen mir, ihr könnt so lange drehen, wie ihr wollt. Und das war ein großer Vertrauensvorschuss und das hat uns, das war Ansporn, das war eine große Ehre. Und um die Frage zu beantworten, das York-Schlösschen war natürlich auch insofern toll, weil wir dort eine vorgefundene Wirklichkeit gesehen haben, weil diese Kneipe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber definitiv über 100 Jahre alt ist, also 100, 120 etc., schon immer Musikbar war, auch mit Live-Auftritten, gerade nach dem Krieg, die Alliierten dann wirklich Jazz und Blues installiert haben. Also das Ding hat einfach, es lebt an den Wänden überall, es tropft von den Decken, es ist der 100 Jahre alter Schweiß, tropft dann runter und sowas. Das war beeindruckend. Und solche kleinen Sachen standen denn da, das haben wir uns nutz gemacht. Wir haben eine wunderbare Szenografin natürlich auch gehabt, Franziska Löwe, weil das York-Schlösschen an sich, es war nicht ein Selbstläufer. Natürlich haben wir dort auch Veränderungen vorgenommen und wir haben vor allen Dingen das York-Schlösschen als Kellerbar gemacht. Also wir gehen in die Tiefe, klaustrophobisch, schließen wir die obere Welt ab und konzentrieren uns dann nur wirklich unten in dieser eigenen Welt zu sein, Parallelwelt. Kneipe und Bar und das musste eben natürlich auch alles noch verändert werden und das war unsere Szenografin. Ganz toll finde ich die Musik. Also ich habe nicht viel über für Jazz und ich bin froh, dass es eben keine oder so gut wie keine Jazzmusik gibt in diesem Film, sondern eben Musik, die sich nicht so leicht klassifizieren lässt. Und das fängt an mit dieser verrückten Band mit den Kinderinstrumenten, die vor der Tür einfach steht und Luise muss da durch mit ihrem Rad, so als würde sie die Band eigentlich eher behindern, aber die Band lässt sich gar nicht am Spielen behindern. Also Musik ist in dem Film unglaublich kraftvoll und toll. Wo kommt diese Band her? Auch wieder Teil des ganzen vorgefundene Wirklichkeit. Eines Tages gehe ich von A nach B und touchiere diese Combo. Das ist ein 40-köpfiges Orchester. Ja, mit dem Namen Miniature in the Park, ist das richtig? Orchester Miniature in the Park. Dankeschön, genau. Und stand dann da mit den kleinen Pianos oder Flügeln, was da war. Und es ist einfach bezaubernd gewesen. Und die Leute, die standen da rum. Ich bin mit meiner Tochter unterwegs gewesen und wir blieben da auch stehen. Und ich fand einfach dieses Orchester einfach nur bezaubernd. Es hat nicht meine Musik, aber darum geht es auch gar nicht. Es war einfach toll, die Leute haben Spaß gemacht etc. Und wir standen da und haben uns da wirklich bis zum Schluss alles gegeben und am Ende wurden dann CDs gekauft und Visitenkarten verteilt nach dem Motto, ja, keine Ahnung. Und dann kam der Moment, wo es ist immer, kommt dann immer, irgendwelche Momente kommen dann einfach, wo man dann am Schreiben ist und überlegt, was kann man machen und so fort, war einfach dieses Orchester da, weil wir nur beim Anfang natürlich oben sind und wir sind etwas Heiteres, es ist ein heiterer Film, es soll Spaß machen und da gibt es jetzt keine größere Metaebene. Das Orchester war präsent im Kopf, also reingeschrieben. Und die Jungs natürlich erstmal gefragt, ob die überhaupt Bock mitzumachen. Haben ja gesagt. Bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe, Ihre Fragen zu stellen, habe ich noch eine. Natürlich muss man jetzt noch
bisschen über Luise Heyer reden, die ja den Film trägt, obwohl er so wahnsinnig vielfältig ist und so viele bekannte Figuren auch hat, die eigentlich auch Aufmerksamkeit beanspruchen und auch bekommen. Wie habt ihr das Konzept entwickelt, mit ihr zusammen, oder habt ihr sie sozusagen nur gecastet und gesagt, so und so, das ist dein Rahmen und das machst du hier, oder war sie an der Entwicklung beteiligt? Wie weit durfte sie entscheiden, was sie macht und was sie nicht macht, und wen küsst sie in dem Moment, wo das Licht ausgeht? Okay, fangen wir von oben an und arbeiten unten nach uns unten. Luise, ich kenne Luise seit dem großartigen Film Jack. Jetzt fielen mir die anderen Namen dazu. Zumindest Jack ist ein toller Film, wo sie... Berger heißt er, nicht? Ja. Ja, okay. Okay, da Port-au-Prince, genau. Port-au-Prince hat den produziert. Da hat sie eine Mutter gespielt, und ja, es ist ein Spielfilm über einen kleinen Jungen, und da spielt sie die Mutter, und so oft war sie auch gar nicht mit drin, hat eigentlich war eine sehr, sehr kleine Rolle. Ich habe sie da gesehen und habe mich sofort in die Schauspielerin Luise Heyer verliebt. Die war einfach ganz fantastisch, ganz toll, und sofort war dann da, und ich, das verliebt mich ja ab und zu mal, nicht so oft, aber so ein Schauspieler, Jule Böwe ist eine davon natürlich auch, und Luise, ich will mit Luise einen Film drehen, unbedingt drehen. Und wir haben uns dann auch kennengelernt, da war der Film aber noch nicht präsent im Kopf. Und wo es denn soweit war, zu sagen, okay, es soll live ein Konzert geben, eben weil ich Bock hatte, ein Kammerspiel zu machen, eben weil ich diesen dänischen Musiker kennengelernt habe. Denn es ist klar, dass das jetzt mal die Möglichkeit, mit Luise zu arbeiten. Und wir sind befreundet, und ich habe ihr von Anfang an von dem Projekt erzählt, bevor die erste Seite geschrieben worden ist. Dann gab es eben diese berühmten 3 bis 5 Seiten, dann hat sie die bekommen und hat zugesagt. Und dann haben wir uns getroffen, haben wir darüber geredet. Und dann kam mal eins mehr. Natürlich hat sie auch, und sie ist ja nicht nur, also Schauspieler, insbesondere Luise, aber Schauspieler sind immer Co-Autorin eines jedweden Films und Projektes von mir, weil es ist egal, wie gut ein Buch geschrieben ist, komplett Dialoge ausgearbeitet werden. Schauspieler sind ja die das umsetzen müssen, die das verkörpern müssen, dieses Seele spielen müssen, etc. Also sind sie auch immer Mitautorin. Das glaube ich, ist eine große Lüge, wenn einer sagt, das ist ein tolles Buch und das ist alles meins. Nein, das, die Schauspieler, die stehen vor der Kamera, die machen sich manchmal im wahrsten Sinne des Wortes nackig, aber die sind durchlässig, bezaubernd, witzig, ernst, etc. Okay, wer das Kino mag, der weiß, von was ich rede. Und so eine Person, so eine Frau, so eine Schauspielerin ist Luise Heyer. Und sie war von Anfang an in alle Prozesse mit involviert, und ich muss dazu sagen, ein Drittel des Films ist auch mit Crowdfunding entstanden, und sie ist auch Mitfinanzier des Films, ja, muss man sagen. So, und ich könnte jetzt noch auch ewig über Luise reden, weil sie wirklich eine ganz, ganz besondere, tolle Person ist, und hat einfach eine Ausstrahlungskraft, wo ich dahin schmelze. Und das war einfach schön, ihr zuzugucken. Und sie trägt den Film, sie hält das alles zusammen, sie hat mit Kollegen zu tun. Natürlich haben die Kollegen einen Namen, in dem Moment haben sie natürlich aber den Rollennamen. Und mir ist es immer wurscht, welche Namen dahinter stecken, sondern mich interessiert diese Szene. Luise interessiert einfach der Kollege. Sie war hochprofessionell, sie musste am Anfang 9 verschiedene Sprachen lernen, ja, für uns. Aber nur 2 Sätze. Ja, klar, natürlich. Es ist aber trotzdem, das ist ein Film voller Ideen, und wir haben eben alles reingepackt und gucken, was geht. Und das hat sie aber ganz, ganz toll gemacht und war einfach immer fit und hat mich auch abends noch angerufen, hat mit mir noch eine Szene für den nächsten Tag besprochen. Und, auf Dänisch. Ja, mein Dänisch ist ein bisschen eingerostet, aber sie hat ein Jahr in Dänemark gelebt. Also sie konnte das relativ gut. Und am Ende, wen sie küsst, ja, da gibt es mehrere Indizien. Das wissen wir ja gar nicht. Licht war aus. Es gibt ein starkes Indiz, wen sie geküsst haben könnte. Ja, also das 2 Indizien gibt es sogar. Sag mal die Indizien, und wir sagen dann, wer es ist. Naja, ich erinnere mich nur dunkel daran, dass es relativ am Anfang des Films einen wunderbaren Dialog gibt mit einer Musikerin, die keine Schauspielerin ist. Und die beiden Damen unterhalten sich über ihre Träume oder Albträume. Und da formuliert ja Luise, dass sie sich einmal wünscht, von einer Frau geküsst zu werden. Das sagt sie dieser Kollegin hinterm Tresen. Und zufälligerweise, als Luise nach dem Lichtangehen mit einem Lippenstift verschmierten Mund da stand, blinzelt sie just zu dieser Schauspielerin hinüber, die zurückgrinst.
Mehr Indiz geht nicht. Aber es ist auch tatsächlich nur ein Indiz. Wir haben uns da nicht festgelegt. Wir haben selber gesagt, wir wissen es nicht. Wenn Sie noch einen tollen Film mit Luisa Heyer sehen wollen, Der Junge muss an die frische Luft, kennen Sie wahrscheinlich. Gucken Sie Das schönste Paar. Das ist wirklich ein großartiger Film. Fado, in Fado, der Tat. Ja. Genau, genau. So, jetzt, ich werde Ihre Fragen übersetzen, nicht weil wir hier blöd sind, sondern weil sonst das Mikrofon das nicht hört und die Leute, die das im Stream angucken, wissen dann nicht, was Sie gefragt haben. Also fragen Sie gerne, ich übersetze das ins Mikrofon und wir antworten hier. Ja, bitte. Also ist die Frage nach der Finanzierung, ein Drittel Crowdfunding, der Rest war Privatvermögen Christian Klant. Ja, nee, nicht wirklich. Diese Frage kurz zu beantworten, ist es immer ganz wichtig, weil das ist einfach nur zum Verständnis. Natürlich, ein Film wird normalerweise finanziert, man schreibt ein paar Sachen auf, dann reicht man das ein bei verschiedenen Institutionen, wenn man Kino machen möchte, bei Förderern, also bei wie heißt das, nicht Förderern, sondern, nein. Also doch in der Filmförderung des Landes, des Bundes etc. Also Drehbuch und die große Paketfilmförderung etc. Also das heißt, von der Idee bis zum Dreh können 2-3 Jahre entstehen. Wir hatten Lust gehabt auf das Projekt und ich habe ja nicht ein Jahr lang nur das gemacht, sondern jeder hinter den Kulissen, auch vor den Kulissen, arbeitet ja weiter für verschiedene Projekte, für verschiedene Firmen etc. Und wir hatten gesagt, also wenn wir diesen Film jetzt machen, dann entscheiden wir uns eben nicht, auf diese lange Förderschiene zu gehen, sondern wir haben ein Zeitfenster von 4 Monaten und in diese vier Monate nutzen wir jetzt und versuchen mal, wie weit wir kommen. Und daher ist das gekommen, dass wir diese alte alternative Finanzierungsschiene gefahren sind. Fast ein Drittel haben wir beide finanziert, ein Drittel sind das sozusagen Firmen gewesen oder Privatpersonen, die uns gesponsert haben und ein Drittel Crowdfunding. Hier und da sind ein paar Prozente verschieden, aber wenn es mal jetzt ganz kurz sagt, es gab diese 3 Säulen der Finanzierung. Genau, und Sponsoring, wir hatten die ganze Technik haben wir gesponsert bekommen, Postproduktion haben wir komplett gesponsert bekommen und das Werk hat uns zum Beispiel netterweise den Vor- und Abspann gesponsert. Und also um dieses ein Drittel vielleicht in eine Perspektive zurück, wir hätten insgesamt 40.000 Euro. Das war das Gesamtbudget, 40.000 Euro. Budget, genau, und das war ja tatsächlich auch so ein bisschen Konzept von diesem Film. Wir sind ein Kammerspiel, wir sind an einem Ort, das lässt sich handeln. Also wir können diesen Film mit geringen Mitteln machen. Genau, wir haben uns von Anfang an den Film so geplant, dass man den mit einem kleinen Budget machen kann. Einen anderen Film hätte man so gar nicht machen können. Und die ursprüngliche Idee war ja mal, wir machen 5 Wochenenden in unserer Lieblingskneipe, 4 Mann, 4 Ecken und drehen diesen Film. Und dann ist es natürlich immer größer geworden und wir brauchten immer mehr und immer mehr. Deswegen ist der Abspann auch so lang. Aber so ist dieser Film entstanden, aber ganz bewusst mit der Maßgabe, was können wir mit diesem wenigen Geld, also wir haben uns irgendwann das Ziel gesetzt, wenn wir 30.000 zusammenkriegen, können wir anfangen, dann können wir drehen. Und die einzigen schlaflosen Nächte, die ich tatsächlich hatte, ist das, ging dir wahrscheinlich ähnlich, dass sämtliche Freunde und Familie ihr Geld auf den Tisch gelegt haben und man dann da sitzt und denkt, scheiße, jetzt muss das klappen. Jetzt können wir hier keine Kacke abliefern, sonst reden die nie wieder mit uns. Ist eigentlich ganz gut, die Voraussetzung, ne? Keine Kacke abzuliefern. Und, aber ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt mit Förderern arbeitet und mit Sendern, da hat man, glaube ich, manchmal mehr schlaflose Nächte als bei dem, was wir gemacht haben. Weil wir tatsächlich sehr unabhängig waren. Also wenn es jetzt in die Hose gegangen wäre, gut, dann wäre es unsere verschwendete Zeit und dann irgendwann von unseren Freunden und Familie gewesen. Aber ich glaube, so frei, wie wir gearbeitet haben, hat man selten die Chance zu arbeiten. Noch eine Frage von Ihnen. Bitte. Der Film ist ja ein bisschen fiktiv, weil er nicht im Milieu einer spezifischen Stadt verankert ist. Mich hat es auch so ratlos erstmal gelassen. Ich habe immer erst gefragt, ja, wo spielt sich das? Solche Typen von Filmen von Kneipen? In München kann es auch nicht sein, weil Becks in München war
hat es ziemlich schwer. Da wäre es vielleicht auch Christine oder Spargel sowas gewesen. Also von daher war Berlin naheliegend, aber es war irgendwie nicht Milieu. Ich fand keinen Bezug zu dem Milieu der Stadt abläuft. Das waren so Einzelfiguren, die da ihre ganz witzigen Dialoge spielten und ihre Geschichte abspielen. Das war auch echt gut, also fand ich sehr amüsant. Aber das, was so eine Kneipe ausmacht, im Ruhrpott, da gibt es einfach bestimmte Typen, ja. Das hat mir dann doch befähigt. Gab's die, jetzt meine Frage, gab es nie einmal die Überlegung, es doch irgendwo zu verorten? Ich sag da eben, fasse ich noch mal zusammen, ganz, ganz kurz nur. Ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben, aber dem Herrn fehlte das Milieu, die Anbindung an eine bestimmte Stadt. Also es kann nicht München sein, weil da wäre Becks nicht ausgeschenkt worden. Es kann nicht Frankfurt sein, weil keiner einen Sauergespritzten bestellt hat. Also das Milieu, was sozusagen in die Kneipenkultur hereinwirkt und die bestimmt, hat es Überlegungen gegeben, das mal drin zu haben. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wir den Plan hatten, es nicht zu verorten. Wir wollen, dass jeder seine eigene Kneipe da drin sehen kann. Und dennoch haben wir natürlich in Berlin gedreht. Und dennoch ist natürlich Berlin unsere, wir kommen aus Berlin, das ist unser Leben quasi. Und dementsprechend, dieser Film wurde auch schon als Berlin-Film bezeichnet, was wir natürlich eigentlich nicht wollen. Aber tatsächlich ist es ja irgendwie dann doch dieses Milieu, in dem wir uns befunden haben. Und es sind unsere Freunde, die da mitspielen, ein Film mit Freunden. Also wenn man es irgendwo verorten kann, dann ist es natürlich schon Berlin. Wir wollten es halt nur nicht so mit einem großen Plakat und Schild vor uns hertragen, dass wir in Berlin sind. Ich meine, selbst Luise und Klaus Manchen Berlinern an verschiedenen Stellen und Gotti ja sowieso. Genau, also klar kann der Film, könnte er so, wie wir ihn erzählen, nicht in München spielen und hier auch nicht im Ruhrpott, aber er könnte zum Beispiel in Leipzig spielen oder in Rostock oder in Hamburg oder und ich glaube, ja, wir haben jetzt nie dogmatisch versucht, so eine Offenheit darzustellen, dass wir bewusst versuchen, das ganz extrem offen zu lassen, sondern wir haben es einfach so ein bisschen laufen lassen, wir wollten es halt nur nicht, wie gesagt, mit dem Schild vor uns hertragen. Ich finde, und ich kann das natürlich verstehen, dass Sie das dann vielleicht, dass Sie dann den Zugang nicht so gefunden haben. Das könnte gut im Ruhrgebiet spielen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, das könnte sehr gut eine Ruhrgebietskneipe sein. Im tiefen Keller, wo man erstmal mit der Taschenlampe runtergeht, bevor man das Licht anmachen kann. Ich will einfach nur ergänzen, dass mir tatsächlich die regionale Zugehörigkeit in dem Fall wurscht war, weil es ja eben da nicht drum geht. Dass ich glaube, hätten wir das gemacht, hätte der Film vielleicht einen guten Zugang dieser Region gefunden, aber für den Rest der Republik eben nicht. Das ist, wenn ich in München im Biergarten bin, dann ist das eben typisch bayerisch und ganz ernsthaft sozusagen in Hamburg interessiert sich dafür keiner, jedenfalls nicht für irgendwelche bayerischen Biergärten, umgedreht ist es genauso. Und in dieser großen Klammer zwischen Hamburg und München sieht das ähnlich aus. Das war ja auch nicht die Story tatsächlich, weil ich habe es vorhin am Anfang gesagt, die eigentliche Idee war ja, meine Erfahrung in der ältesten Jazz- und Bluesbar Dänemarks, in der Mojo-Bar in Kopenhagen, wo ich diesen Live, also diesen Poor Boy, der am Ende des Films spielt, den habe ich kennengelernt. Und so wie ich empfunden habe in, ich sage jetzt mal, fremdem Land, wir sind zwar alle EU, aber trotzdem in Kopenhagen, fremdes Land, diese Jazz- und Bluesbar, die für mich einfach ein magischer Ort war, wo ich Gast bin, wo ich keine Ahnung habe, ob das jetzt typisch dänisch war, was ich jetzt hier mitbekommen habe, oder ob das jetzt international ist, keine Ahnung, aber diese Stimmung war einfach so toll, die war international, es waren verschiedene Leute da, es waren natürlich Kopenhagener Leute dabei, ein paar Touris waren dabei, ich auch. Und darum ging es ja darum, diese Tonalität einfach überall hin zu transportieren, aus Deutschland heraus. Es ist unser Versuch gewesen tatsächlich, da auch gewisse Freaks und Leute zu vereinen, die nach meines Erachtens unterhaltsam sind. Ja? Auch wenn ich wenn ich in den Rest der Republik gehe, es gibt diese typischen regionalen Bars, aber ganz ehrlich, da wo man mitgenommen wird, da ist jeder zu Hause. Da ist, ob ich jetzt als Berliner da jetzt Gast bin, da sind aber definitiv nicht nur die Leute, die da um die Ecke wohnen, sondern einfach einfach aus der ganzen Republik oder aus ganz Europa sind da irgendwie Leute da und ich glaube, die Bars und Kneipen etc., zumindest die dann angesagt sind, von denen man erzählt etc., jetzt nicht die Geheimtipps, die sind sowieso voll von Leuten, die überall herkommen. Das war sozusagen unsere Intention dahinter.
Beantwortet das Ihre Frage? Okay. Ich habe noch mal eine Frage. Wie ist die Entscheidung gefallen, gerade jetzt, also sprich in den Sommerferien und zu Corona-Zeiten, mit dem Film rauszukommen? Es klang ja mal an, dass es ursprünglich ja im April geplant war. Und ich denke, das ist ja jetzt total schwierig, diese Überlegungen anzustellen, weil es kommen im Moment zwar nicht viele Filme raus, aber es sind sicherlich auch nicht so viele Leute, die ins Kino gehen, und jetzt zu warten bis zum Herbst oder irgendwann, sich dann in so eine Schwemme da reinzufahren, das würde mich einfach interessieren, wie da die Überlegungen gewesen sind, den Film jetzt im Juli auf den Markt zu bringen. Also kurz eben, die Frage war, wie ist die Entscheidung gefallen, jetzt in den Sommerferien mit dem Film rauszukommen? Der ursprüngliche Start war im April. Ja, wie habt ihr euch auf das Datum geeinigt? Übrigens, so wenig Filme starten gar nicht. Letzte Woche sind 7 Filme in den Kinos gestartet. Für Corona-Zeiten finde ich das sehr viel. Also die Diskussion war genau so, wie Sie das schon vorgemacht haben sozusagen. Genau das waren die Argumente, die gefallen sind. Und also wir hatten ziemlich früh die Idee, lass uns doch der erste Film sein, der nach Corona startet. Das haben wir dann nicht gemacht. Aber wir haben uns ziemlich früh mit dieser Idee angefreundet, doch relativ zeitig zu starten, einfach weil wir den ganzen Blockbustern zuvorkommen wollten. Das kann man ja durchaus zugeben, wenn dann im Herbst die Amis kommen, dann hat man keine Chance mehr, sowohl in der Presse als auch in den Kinos. Und das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, das darf unser Verleiher jetzt nicht unbedingt hören, aber wir sind jetzt ein Film, der nicht unbedingt, also ich als Produzent ganz ehrlich rechne nicht damit, dass wir jetzt im Kino groß Geld einnehmen. Also, dass wir da die 100.000 Zuschauer haben, oder? Ja, unbedingt. Und dann kam so eine zweite Idee, dass wir tatsächlich glauben, wir können mit diesem Film den Leuten auch gerade eine Freude machen. In dieser Zeit, wo die Leute ihre Kneipe vermissen, wo die Leute die Kiezkultur vermissen. Und es war tatsächlich auch so eine Idee, ja, Scheißendreck, jetzt lass uns diesen Film rausbringen und die Leute haben ein bisschen Spaß. So. Und das waren so die Sachen, die zusammengespielt haben. Also Geld verdienen tun wir ab 1 Million Zuschauer, dazu zu sagen. Ja, alles, ja, was unter 1 Million Zuschauer ist, dann das ist deine Aussage richtig, verdienen wir kein Geld. Also mit 500.000 Zuschauer wäre es ein Flop. So. Ja, nee, das stimmt nicht, aber... Erzählt mal noch, ihr habt vorhin ein bisschen was mir schon gesagt, was jetzt gerade die Schwierigkeiten sind in diesem Prozess, wo es auch gerade zum Beispiel um Pressearbeit und sowas ging. Also vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie ist das jetzt in Corona-Zeiten auch mal rein praktisch, einen Film rauszubringen? Ein bisschen erzählen, wie das ist, in Corona-Zeiten einen Film rauszubringen. Ja, also da kommen dann plötzlich diese Gedanken, die Sie schon genannt haben, die haben wir uns dann gemacht und dann hat man sich geeinigt und denkt, ja okay, jetzt machen wir das. Und dann kommen so die nächsten Sachen, wie zum Beispiel, dass sehr viele Redaktionen auch gerade auf Kurzarbeit sind. Und unsere Presseagentur, wir haben eine ganz wunderbare Presseagentur, wir kriegen dann immer so eine Auflistung, wo in welchen Medien wir vertreten sind. Und bei ganz vielen steht, nicht erreicht, nicht erreicht, nicht erreicht, E-Mail geschickt, nicht geantwortet, nicht erreicht, nicht erreicht. Und das ist jede Woche. Und wir wissen, dass die gehen denen auf den Sack, die rufen hinterher, die telefonieren hinterher. Und da gibt es tatsächlich einige Redaktionen, die gerade nicht mit weniger Personal arbeiten, die nicht erreichbar sind. Oder Zeitungen haben ihre Kinorubriken komplett runtergedampft und oder ganz eingestellt. Aber es kommt gerade wieder. Es kommt gerade wieder, genau. Und das sind so Dinge, die einen dann so ein bisschen überraschen und dann, dass einfach sich vieles auch schnell ändert, was für uns tatsächlich auch ein Problem war, ist, dass zum Beispiel sehr kurzfristig Berlin-Alexanderplatz seinen Kinostart auf den 16.07. verlegt hat, also ich glaube erst vor 2 Wochen. Und man guckt natürlich immer, wer startet auch an diesem Tag, wo wir starten. Also wer ist sozusagen unsere Konkurrenz. Und wenn dann da große deutsche Filme wie am 2.7. Undine startet, das ist dann wissen wir schon, okay, wir als kleiner Film, wir haben dann deutlich weniger Chancen, Berichterstattung zu bekommen zum Beispiel. Die Känguru-Chroniken, nicht zu vergessen. Ja, genau. Und jetzt hat Berlin-Alexanderplatz den Start nach vorne verlegt. Und dann sind tatsächlich auch Artikel, die wir schon hatten
Und auch Kinos, die haben uns dann wieder rausgekickt, sozusagen. Also die wurden verschoben tatsächlich so. Also mit Berlin-Alexanderplatz muss ich sagen, so viel höre ich da auch nichts von denen sozusagen. Die haben auch damit zu kämpfen, dass Redaktionen einfach nicht da sind. Dazu kommt natürlich auch, dass also die Entscheidung, dass wir jetzt nächste Woche Donnerstag ins Kino starten, ist natürlich getroffen worden vor ein paar Monaten, also vor mehreren Wochen, wo eben uns nicht klar war, dass tatsächlich einfach Redaktionen einfach entscheiden, das Kultur- und Kunstressort aus den Zeitungen rauszunehmen oder dass es eben das durch Form der Kurzarbeit etc. alles in Homeoffice verlagert worden ist und man die Leute eben nicht erreicht, weil normalerweise geht ja alles so weiter, nur ein bisschen schwieriger, aber dass alles so weiter ist, der Stau an Kinofilmen, der sich angesammelt hat, der wird erst ausgeschüttet jetzt im August, September, Oktober, da geht es erstmal so richtig zur Sache. Die Entscheidung ist trotzdem richtig. Also es ist eine schwierige Zeit und diese Zeit muss man nutzen und ich glaube, wir haben von diesen nicht so schmackhaften Kuchen, aber trotzdem noch ein schönes Stück abschneiden können uns. Das wird sich jetzt zeigen. Dazu kommen natürlich auch, dass Schauspieler, die wir alle zur Verfügung hatten für Pressearbeit, die werden alle wir werden mit 28 Schauspielern vor der Kamera, so viel haben wir, werden wir alle aufgewartet im April, ja, in großen Kinos, in große Kinohäuser, die jetzt auch schon klar waren, dass wir geplant waren. Also und die jetzt, ich sage jetzt mal so, Altlasten abarbeiten müssen. Die müssen viel drehen und die nächsten Drehs sind geplant. Die dürfen Corona-bedingt, dürfen sie keine andere Auswertungssachen mitmachen. Also so eine Kinotour können nur ein paar mitmachen, aber nicht alle, weil sie einfach Verpflichtungen haben. Und versicherungstechnisch müssen die in Quarantäne. Die dürfen sich nur auf den nächsten Film konzentrieren. Die dürfen eben nicht durch die Republik fahren mit uns und irgendwie den Film mit auswerten. Das kommt noch hinzu. Und wir hatten in Sachen Presse, Presseanfragen haben, während wir, das war richtig toll, wir hatten mehr, also wirklich ganz viel Magazinbeiträge und 6 Einladungen ins Fernsehen und wir konnten nur eine annehmen, weil einfach die Zeit der Schauspieler nicht da war. Also da muss ich sagen, dass es wirklich das Wenige, was da war und so wenig war es nicht, konnten wir auch teilweise einfach nicht nutzen. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil vorhin habt ihr auch schon ein bisschen erzählt, wie heute gedreht wird, also was sich da verändert hat quasi und gerade das mit den Gewerken zum Beispiel, so, das fände ich total spannend, wenn ihr das auch nochmal in dieser Runde sagen könnt, weil die Reihe heißt ja, was tut sich im deutschen Film? Also wie arbeitet der deutsche Film, wenn jetzt Corona passiert? Also sowohl diese Gewerkegeschichte mit den Shirts als auch die Gruppe. Mhm. Also ich kann das jetzt nur sagen, also wie jetzt gedreht wird, ist der Film ist ein Beruf, es gibt eine Riesenindustrie rund um Film, okay, das wissen wir alle, die müssen Geld verdienen, die müssen ihre Verpflichtungen, ihre Verträge erfüllen etc., weil einfach das der Beruf ist und die müssen ausgefüllt werden. Was ich persönlich darüber denke, ist vielleicht unwichtig, es ist einfach zu unkonsequent, es ist alles so unkonsequent, wir werden erleben, dass wir in 1-2 Jahren unemotionale Filme und unemotionale Filme im Fernsehen, im Kino sehen, weil einfach Bücher umgeschrieben werden, es werden einfach, in jedem Film geht es um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Das ist nun mal ganz logisch, das bringt Sinn und Sache mit rein, wir sind alle Voyeure. Wir wollen einfach Leute beobachten, wir wollen einfach Elend und Leid sehen, wir wollen schöne Dinge sehen, wir wollen Sex sehen etc. Das wird es in dieser Form nicht geben. Es gibt ganz absurde und krude Überlegungen, wie man trotz allem irgendwo was mimt. Gut, im Film wird immer nur gemimt und so getan, als ob. Das tun wir Menschen hinter den Kulissen auch, so tun als ob. Aber okay, in dem Fall ganz konkret sieht es jetzt so aus, dass einfach es werden Bücher umgeschrieben. Ja? Es wird ganz viel umgeschrieben, Fernsehfilme, Kinofilme, Serien, Konzepte, die werden alle umgeschrieben, wo sich Leute begegnen. Du hast erzählt, dass ein Freund, der auch im Film kommt, ein sehr guter Freund, Florian Bartholomä, hat eine Liebesszene gehabt mit einer Schaufensterpuppe. Ja, also Frau und Mann müssen sich knutschen. Der Mann war dran, der hat mit der Schaufensterpuppe geknutscht und die hat sich die Klamotten angezogen von der Schauspielpartnerin. Und umgedreht, dann musste die Schauspielpartnerin sich mit einer Schaufensterpuppe männlich knutschen. Und so eine Sachen kommen da rein, was natürlich absurd ist. Es ist, mal gucken, ob man es sieht, weiß ich nicht. Aber hinter den Kulissen ist es so, dass die verschiedenen Filmgewerke, also Beleuchter, Kamera, Regie, Produktion, Kostüm, Maske etc., das ist ja mitunter ein großes oder mittelgroßes Team und die haben alle verschiedene Farben, werden ihnen zugewiesen, also in Form von T-Shirts oder von Bändchen etc. Und nur diese Gewerke dürfen sich begegnen, dürfen miteinander zu tun haben und arbeiten. Die dürfen sich aber nicht touchieren oder sich irgendwie begegnen. Soll heißen, falls irgendjemand, Beispiel Beleuchtercrew, da gibt es einen Corona-Fall, dann wird die ganze Crew ausgetauscht und nicht das ganze Filmteam.
Die Schauspieler sollen, wenn es nach dem Produzenten gehen sollte, gehen die ein, zwei Wochen vorher in Quarantäne, bevor der Film anfängt, ins Hotel und haben mit keinen Kontakt. Was natürlich nicht geht, wenn einige Schauspieler Kinder haben, junge Kinder, Kleinkinder etc., dann sehen die manchmal ewig ihre Kinder nicht. Es wird viel getestet, aber auch gerade bei den Komparsen, wenn es Massenszenen gibt, dann gibt es in einem Raum gibt es eine Partyszene, sind 50 Leute drin, aber nur es werden so 5 bis 10 Komparsen ausgesucht, die auch getestet werden, mit denen man arbeiten kann. Die dürfen auch die Schauspieler mal anrempeln, also die Hauptdarsteller, die jetzt gerade in der Szene vorkommen. Alle anderen Komparsen müssen eben so drapiert werden, dass sie wirklich gar keine Berührung haben und auch gar nicht dicht auflaufen zu den einzelnen Darstellern, die jetzt gerade in der Szene vorkommen. Das sind so die Schwierigkeiten und da muss ich auch wieder sagen, das kostet wahnsinnig viel Geld und ganz viel Energie etc., dass sich Produzenten sowas ausdenken müssen, weil diese Konzepte müssen erarbeitet werden, sonst kann man nicht drehen. Versicherungen zahlen nicht, Sendeanstalten geben die Aufträge nicht, die müssen alle gewährleisten, dass diese Regeln eingehalten werden. Ob das alles tatsächlich denn sich rentiert und sich rechtfindet, ob es auch gut ist, auch schön ist, weil daran werden wir gemessen, es wird eine Generation Corona geben und ob das dann alles schön ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Industrie und die muss eben bedient werden. Da dreht man doch am liebsten mit Ehepaaren. Ja, das ist richtig, das wurde jetzt auch schon gemacht. Es gab ja, das ist das Schöne, es gibt immer das Leid, es gibt leider auch immer Gewinner von Krisen. In diesem Fall war das auch so, hat aber nichts mit Film zu tun. Es gab eben wunderbare Ideen rund um Kultur, Kunst, Film, Fernsehen auch. Das Thema Kammerspiel ist wieder gekommen. Ja, eine Schauspielerin, Lavina Wilson, hat das gemacht, wunderbar im Fernsehen. Tom hat das ja auch gemacht mit Pola Beck. Alles Liebe oder nichts oder Liebe jetzt oder so, ich weiß, Entschuldigung. Aber da haben die kleine Szenen in einen Raum, haben sich überlegt, was ganz, wirklich ganz toll von, wie auch Fernsehen und Film sein kann, wenn ich mich darüber aufregte, wie lange es dauern kann, ehe man einen Film drehen kann, ja, einen Kinofilm mit den ganzen Förderstrukturen. Die haben von der Idee bis zur Ausstrahlung im Fernsehen, im ZDF, 5 Wochen Zeit gehabt. Und da haben die Pärchen genommen. Wenn sie eine Liebesszene oder eine Pärchenszene haben wollen, dann haben sie geguckt, welcher Schauspieler ist mit welcher Schauspielerin denn zusammen und die wohnen zusammen, weil das ging. Ja, und dann haben sie sowas gemacht. Also das ist mal ganz gut, dass ja, Kunst und Kultur, sagt man immer, muss eine Notwendigkeit entstehen. Und eine Notwendigkeit kommt ja, es muss eine Not da sein. Und dann gibt es eine Notwendigkeit. Und das fand ich zumindest ganz spannend, dass solche Formate denn überhaupt auch unterstützt werden. Meistens von Menschen, wo es nicht so schnell geht. Noch Fragen von... Ach, die Bundesliga, meinen Sie. Ja, jetzt, alles klar. Dass man nicht dann sagt, mal gucken mal, wie ich dies mache. Da hat man jetzt die Spiele seit 4 Wochen, da hört man nicht von Kopf. Naja. Ist ganz einfach, man muss einfach ein paar Millionen verdienen, geht das. Ja, also wirklich. Also wenn wir jetzt alle Millionäre wären, dann dürften wir auch viel enger zusammensitzen. Also ja? in den USA ist das, glaube ich, auch ein bisschen anders, wenn die Schauspieler... Also wenn dann einfach das Budget da ist, um den Schauspielern so viel zu bezahlen, dass man sagt, okay, ich stecke dich jetzt 2 Wochen in den Luxusknast und du triffst niemanden anders, bringst deine Familie mit, aber ihr seht niemanden, sondern ihr macht 2 Wochen Quarantäne. Dann, und wenn alle dann 2 Wochen in Quarantäne waren, dann können sie auch zusammenarbeiten, weil dann können sie nicht positiv sein. Aber das ist halt in Deutschland mit den Budgets einfach nicht drin. Es gibt zwar die Ausnahmen, die das genauso machen, die ihre Schauspieler in Hotels stecken, wie die Bundesligaspieler ja auch, aber das ist halt die Ausnahme. Und deswegen wird viel getestet und was natürlich auch wie bei jedem anderen Arbeitgeber der Fall ist, der Produzent ist, steht in der Verantwortung für die Gesundheit seiner Arbeitnehmer und ist dann haftbar am Ende und deswegen... Juristisch haftbar wärst du, wenn dich bei... Na, ich drehe gerade nicht, deswegen habe ich mich damit ehrlich gesagt, ich kenne das durch Geschichten von anderen und mir ist so, als wäre das so, ja. Also gerade das Fernsehen vergibt nur Aufträge, wo das... gewährleistet wird. Also man ist tatsächlich, du bist ja als Arbeitgeber dafür zuständig, dass die Arbeitssicherheit gewahrt ist und in dem Fall ist halt der Pandemieschutz gehört zur Arbeitssicherheit und wenn ich jetzt fahrlässig zu verschulden habe, dass sich Leute an meinem Set infizieren, dann klar, dann bin ich haftbar dafür, weil die Regeln einfach klar sind, wie es
Also da muss man sagen, ganz eindeutig der Appell daran, wenn bitteschön Filme gewünscht sind, und natürlich wünschen wir uns alle Geschichten und filmische Geschichten, dann mehr Geld für diese Konzepte und mehr Zeit für einen Dreh, ganz einfach. Das ist, da kann man dann einfach mit diesen Standard 21 Drehtagen für einen Fernseh, 90 Minuten Fernsehfilm, einfach auch, kommt man nicht weit. Da muss man einfach Dinge einfach auch anders inszenieren, anders fotografieren und Dinge anders organisieren, um einfach einigermaßen guten, schönen Film hinzubekekommen. Das sollte daraus entstehen. So wie ich informiert bin, ist das noch nicht so angekommen. Noch eine Frage? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Restabend. Ich würde Sie sehr gerne einladen zur nächsten Veranstaltung. Allein ich weiß nicht, wann und ob sie stattfindet. Der August ist noch offen. Das wäre der nächste Monat unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Ich hoffe sehr, dass wir irgendwas finden werden, was wir Ihnen hier präsentieren können. Ansonsten gucken Sie ins Programm des Filmmuseums. Da werden Sie alle weiteren Informationen finden. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, Christian Klein, Martin Lischke. Ich würde gerne noch einen Satz. Ein bisschen Reklame muss noch sein. Wir sind ein kleiner Film, wir haben kein großes Marketingbudget. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es bitte weiter. Wenn nicht, erzählt es nicht weiter. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Einfach liken. Und wer sich schon gefragt hat, was mit dieser tollen Musik ist, wir haben da draußen so einen kleinen Merchandising-Stand. Da gibt es den Soundtrack auf LP und auf CD und noch so ein paar kleine Gimmicks. Wenn ihr Bock habt, schaut da mal vorbei. Und den gibt es auch auf unserer Webseite, falls ihr es erzählen wollt. Dankeschön, dass du die hört. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Vielen Dank.